Link mit seiner Sternenmaske. Ja, die musst du absetzen, sonst kannst du mit denen nicht reden. Das habe ich mir schon gedacht. So, jetzt ist die Frage, wo seid ihr zwei Spaten? Ja, kann sein, dass die auch erst in der Früh da sind. Am Tag. Oder die sind einfach auf der anderen Seite. Kannst suchen, es ist eh gleich Tag, also sehen wir es dann. Okay, du kannst da gar nicht rüber, ohne, also wenn du das Rennen nicht aktiviert hast. Okay. Ich schätze, die sind halt nur am Tag da, aber du kannst dir die Rennstrecke mal angucken. Ich würde hier gleich Läden dicht machen, lass uns besser gehen. Spul einfach wieder komplett zurück zum ersten Tag, das ist ja wurscht. Okay, machen wir's so. Weil es ist eh gut, wenn du halt auch für den nächsten Abschnitt genügend Zeit hast. Ich glaube, das hat keinen bestimmten Zeitpunkt, dieses Rennen. Das kannst du, glaube ich, immer machen. Okay. Süd- und Ruhestadt. Ich weiß nicht, meine Beine sind halt halb eingeschlafen, keine Ahnung warum. So. Ich sitze auch immer so dämlich auf meinem Stuhl. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Ich habe mich jetzt mal so hingesetzt, dass ich mich strecken kann. Ach ja, das stimmt ja, der will mich ja nicht rauslassen, Spaten. Kennst du Death Note? Schon mal gehört, aber noch nie angeguckt. Ja, weil ich sitze immer auf meinem Stuhl wie der Typ, also wie L. Der sitzt immer so auf seinem Stuhl, so irgendwie die Knie angezogen, die Füße auf dem Stuhl. Ich sitze auch immer so dran und das ist eigentlich dämlich. Okay. Das macht voll das Kreuz kaputt, aber was soll's. Who cares, ne? Ja, und ich setze mich mal anders hin. Mach das. So. Ich hoffe, mein Stuhl knarzt nicht so laut, dass man das im Video hört, weil der ist echt laut. Ich habe nichts gehört. Na dann. Mein Mikro filtert gut. Ja, alles kann man wegdrücken, nur den letzten Satz nicht. Oh, ich hasse Epona manchmal. Ja, die Engine ist nicht so ausgearbeitet. Aber ich meine, ich muss denken, das Spiel ist von, weiß ich, 96 oder so. So. Ist dieser mitleiderregende Klepper etwa dein Pferd? Ich hab gedacht, es wäre ein Maultier. Bist du nicht auch kleiner Bruder? Glaubst du etwa, dass eine derartige Schindmähre galoppieren würde, nur weil du nach vorne drückst? Ja, genau. Oder dass der Gaul seinen unförmigen Körper schneller bewegen würde, wenn du auf A drückst? Der Kerl ist spaßig. Warum gibst du uns nicht einfach 10 Rubine? Stimmt ja. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du gewinnen solltest, haben wir auch einen Preis für dich parat. Nein, das stimmt, das wirklich Geld. Wir haben jetzt zurückgespult. Ich vergesse es immer, dass man in diesem Spiel nie Geld hat. Ich vergesse es immer.
Weil in Ocarina of Time und so, man schleppt immer ein paar Rubine mit sich rum. Und in dem Spiel hat man irgendwie nie Geld. Ich komm, ich besiege kurz den Vogel, dann habe ich schnell Geld. Es wird zwar ein bisschen länger dauern, aber dann habe ich wieder erstmal genug Geld für alles, was jetzt noch kommt. Ich habe voll verpeilt, dass das wieder 10 Rubine kostet, aber ich würde einfach ein paar Büsche. Ich weiß immer, ich finde, der Vogel rentiert sich immer nicht so. Wobei, du bist so schlecht im Reiten. Doch, doch, besieg mal den Vogel. Das war nett. Nee, die Sache ist, der Vogel scheint mir jetzt auch ein bisschen leichter zu sein, weil mein Schwert länger ist und ich deswegen auch leichter treffen kann, wenn er gerade abgeblockt ist. Erstens hat es eine größere Range und zweitens braucht er halt halb so lang. Ja. Das ist halt... Du müsstest ihn nicht mal ganz besiegen, du kannst einfach noch ein paar Mal auf ihn einhauen. Die Rubine einsammeln. Egal. Aber das hatten die beiden wahrscheinlich damals auch gemeint, als sie gesagt haben, ja, das rentiert sich jetzt noch nicht, den Vogel zu besiegen. Weil man eben ein besseres Schwert bekommt. Aber werd nicht leichtsinnig. Er ist tot. Nee, nur nicht leichtsinnig werden, weil der kann dir immer noch Sachen klauen. Ja, klar. Das war mir schon klar. Ich habe jetzt blöderweise mich wirklich einmal treffen lassen, aber... Das ist eine Rubine, glaube ich. Die weggeflogen sind. Natürlich, sonst wäre er ja komplett weg abgehauen, das Drecksvieh. Moment, ich muss ja auf Epona reiten. Genau. Spiel doch einfach das Lied. Nein, ich setze mich richtig auf Epona, wenn ich Epona finde, da. Ich einfach das Lied spielen können. Jetzt zu spät. Okay. So. So, jetzt aber. Das ist doch genügend Geld für... 10 Rubine doch gegen uns antreten. Für den Sieg gibt es auch einen hübschen Preis. Rennen! Das Rennen ist sehr einfach. Es geht nur über eine Runde. Erreichst du als erster die Ziellinie, hast du gewonnen. Hüya, hüya, hüya. Bist du bereit? Weißt du, was ich meine? Ich sag, die sehen auch wieder aus wie dieser eine da. Ja. Ich hab echt keine Ahnung mehr, wie er heißt. Und nicht böse. Gegen Bäume reiten. Tja, es heißt nicht Balon. Es ist irgendwie anders. Aber irgendwas mit B. Biron. Nee. Oi, oi, oi. So, gleich habe ich es geschafft. Komm, schneller, schneller. Komm, 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 komm. Nein, jetzt hast du verzogen. Nee, ich war ja schon Zielmusik. Unfassbar, wir haben verloren. Hey, großer Bruder, sollen wir dieses Ding wirklich dem Kerl hier geben? Etwas müssen wir ihm wohl geben, aber er ist ohnehin nur ein Kind. Was könnt ihr schon großartig damit anrichten? Du hast die Garros Maske erhalten. Die umherirrenden Geister der Ninjas von Ikana trugen einst diese Maske, okay? Dafür darfst du niemanden erzählen, wo du diese Maske her hast. Das sind die Masken, die sie vorher trugen, ne? Mhm. So. Ja, und das ist, wenn ich mich nicht irre, halt die Maske, die dieser eine Typ da meinte. Hinter dem Zaun.
Also du musst dazu wissen, also ich habe jetzt nur verzogen, als schon die Musikmelodie oder die Endmusikmelodie kam. Ja, ich dachte mir schon so, oh mein Gott, nee, du hast es nicht im letzten Moment noch. Ah, Basil heißt er. Der Böse aus der Green of Time. Hast du jetzt nachgeguckt? Ja. Okay. Basil, das lässt mich immer nicht in Ruhe, da muss ich jetzt nachschauen, wie der heißt. Da 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 da. Da, da, da. So. Ich glaube, das mache ich dann noch gleich mit der Maske. Ich habe übrigens keine Ahnung, was man da hinten dann kriegt. Bekommt. Da ist, ob es ein Herzteil ist oder so. Und kann sein, dass das nur nachts geht. Bin mir nicht sicher. Oh, oh ja. Oh, diese Viecher. Oh, diese Viecher. Sah aber nicht so aus, als hätten die mir Schaden gemacht, weil ich auf dem Pferd sitze. Das stimmt. Ah doch, der sitzt auch tags da. Ja dann. Schnapsbärt. Hihihi, was für eine hübsche Maske. Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas, der einst von den Zinnen des verwunschenen Schlosses spähte. Damit sollte es möglich sein, die wandernden Geister seiner einstigen Gefolgschaft herbeizurufen. Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. Ah, da kommst du jetzt eh noch nicht. Ah, okay, ich verstehe, da brauchst du ein Item. Enterhaken. Dann gehen wir jetzt zum Stadt zurück. Ja, zur Stadt und dann zum Meer müssen wir nach Westen. Ach, ist der nächste Dungeon erst im Westen oder was? Ja. Ach so. Nächster Dungeon ist im Westen. Also wir müssen jetzt zur Schädelbucht. Das ist halt noch nicht der richtige Dungeon, aber da. Ja. Ja. Zeug für den Dungeon. Ich hab ja noch diese Fee noch nicht befragt, wo wir jetzt dieses hin sollten. Von daher. Hat dir das Teil ja nicht gesagt, nachdem du den. Ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern, ne? Weil normalerweise sagt Taya eigentlich immer, wo wir es nächstes hin müssen. Also ist eigentlich so. So. Das wollte ich nicht. Sag mal. Danke. Perfekt. So. Genau. Schädelküste. Ah, da kannst du dir Tingle holen. Ah, Tingle. Schwule Elfe. Das Easter Egg mit Tingle und seinem Vater, hast du das gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Okay. So. Hast du die Kamera noch? Kamera? Ja. Vom Souvenirladen. Ja, die habe ich noch. Glaube ich. Weil. Ja. Ich sag mir, du kannst nämlich von Tingle auch ein Foto schießen. Und es seinem Vater zeigen. Aha. Das ist so ein kleines, ja, Easter Egg oder so, was der halt dann dazu sagt. Ich weiß ja nicht mal, wer Tingles Vater ist. Doch, das wurde dir gesagt, das ist dieser Typ im in dem Shop da im Sumpf, der dir das mit der Kamera dieses Gewinnspiel da andreht und sagt, ja, wenn du bei der Sumpfrundfahrt ein Foto von irgendwas Schönem schießt, dann kriegst du was. Was ich immer noch nicht gemacht habe. Das sagt er auch. Ja, und du kannst eben stattdessen
dass du im Sumpf ein Foto schießt, kannst du auch ein Foto von Tingle machen und es dem abgeben. Weißt du, es funktioniert auch. Waren das gerade goldene Skulltulas? Ja. Das gibt's in dem Spiel auch. Ah, Hilfe. Jetzt fallen mir meine ganzen Zettel auseinander. Ich fasse es nicht. Es gibt tatsächlich goldene Skulltula-Symbole. Scheiße. Ja, es gibt da, glaube ich, ein paar mehr so Häuser, Skulltula-Häuser. Ja, das ist egal. Lass es einfach, du kannst es nachher holen. Naja, gut. Ich dachte, das wäre vorbei mit den Skulltulas. Nee. Aber das ist hier etwas anders. Ja, wahrscheinlich sind die viel auf, mehr auf einem Platz, aber hier komme ich sowieso. Hey, hier komme ich doch sowieso noch nicht weiter. Ja, ja. Das ist. Du kommst hier nicht weiter, du brauchst ein Item. Wie komme ich hier wieder raus? Wo bist du denn reingekommen? Ja, hier. Ach du liebe Güte. Moment, Corona. Ich wollte gerade sagen, Corona und sonst halt Lieder schwingen. Geist einer gestohlenen Skulltula. Mhm. Ja. Okay. Warte mal. Wo bist du denn jetzt gerade? Fischerhütte. Hier finden sie seltenste Fische. Ja, das. Peter. Schon 30 Jahre fange ich hier Fische. Mittlerweile bin ich sogar besser als die Leute vom Zeug der Volk der Zuras. Zumindest würde ich das gerne von mir behaupten können. Seit kurzem ist das Wasser hier sehr warm geworden. Das kommt von meinen Bemühungen nicht gerade entgegen. Außerdem ist das Wasser auf einmal so trüb geworden. Jedes Mal, wenn ich hinausfahre, verirre ich mich und lande wieder am Strand. Obwohl wir Fischer als auch die Fische selbst sitzen arg in der Klemme. Da fällt mir ein, ich sah einen Zora, der leblos in der Bucht trieb. Aber ich glaube, da käme jede Hilfe zu spät. Ja, ich würde mal behaupten, wenn ich den Dungeon schaffe, ist das Wasser wieder in Ordnung. Wer weiß. So, und was machen wir jetzt? Tja. Also, meine beste Idee wäre jetzt, wir legen uns hier auf eine Matratze und entspannen erstmal eine Weile. So, Sommerurlaub. Oh ja, das klingt gut. Gefahr, betreten verboten. Schwimmen aufgrund von trübem Wasser verboten. Also erstmal schwimmen. Warte mal, es ist doch der Strand, den ich in diesem einen Video gesehen habe. Mal gucken, ob hier auch die Statue der Leere irgendwo im Wasser ist. Nein. Was hast du gesehen, bitte? Bentwound. Ach so. Das war der Strand. Da stand Epona ja, da hinten und so. Das ist aber ja. Die Statue von Anne, die ist in diesem einen. Die siehst du noch. Ist da jemand? Bitte. Guhu, hilf mir. Ans Ufer.